Hi Ladies, ihr habt mich nach Partykleidern gefragt und dazu habe ich euch ein wunderschönes Outfit zusammengestellt, was ihr hier drüben seht. Aber bevor ich euch das vorstelle, noch der kleine Hinweis, wenn ihr mehr von diesen Kleidern sehen möchtet, größere Bilder, die Beschreibung, die Hinweise, meine Tipps, findet ihr unterhalb vom Video alle Links, alle großen Bilder oder ihr könnt einfach hier natürlich auch draufklicken. Und noch eine kleine Überraschung findet ihr da, denn ich habe ein Geschenk für euch, was euch bestimmt sehr helfen wird. Das Partykleid, würde ich ganz einfach mal sagen, gehört zu diesen kleinen Schwarzen, was jede Frau im Kleiderschrank haben sollte. Denn das kleine Schwarze hat nicht nur eine lange Geschichte hinter sich, sondern die Farbe selber macht natürlich eure Figur schon mal sehr schlank. Und das kleine Schwarze kann man wirklich zu jedem Anlass anziehen und man ist wirklich wundervoll gekleidet. Und hier habe ich euch ein Partykleid rausgesucht von Esprit, was eine sehr schöne Spitzenverzierung am Kleid hat, was eure Figur extrem gut schmeichelt. Und es ist ärmellos und knielang, somit kann es auch wiederum jede Frau tragen, egal ob groß oder klein, da habe ich extra drauf geachtet. Und ja, das Schwarze habe ich natürlich schon erwähnt, aber schaut mal genau hin. Durch den Schnitt hier oben, dass der Ausschnitt nicht so weit ist und wie das Kleid hier fällt mit der Taillendetaillierung sozusagen, habt ihr darin eine Figur, wo, wenn ihr den Raum betretet, alle Männer sofort schauen werden, ho, hallo, wer ist denn da sozusagen? Ja, aber so ein Kleid wäre nicht perfekt, wenn das Komplett-Outfit nicht stimmen würde. Somit habe ich euch hier ein paar Pumps herausgesucht, die man sagen könnte, sind im Reptilien-Look, aber natürlich ist das Leder von diesem Schuh nur so geprägt. Und ich habe auf zwei Punkte geachtet, dass dieser Schuh sehr gut zu so einem schwarzen Kleid passt und dass er bequem ist, dass man auch damit eine sehr, sehr lange Partynacht natürlich durchsteht und nicht schon nach zwei Stunden die Füße schmerzen. Und deswegen ist der Absatz auch nur ungefähr 6-7 cm hoch, dass es halt nicht zu stark auf die Füße geht, sondern man wirklich damit schön tanzen kann und trotzdessen noch die Beine, die Waden so schön ja, anhebt, damit die Beine schlanker werden und auch ja, schlank wirken sozusagen. Und da habe ich diesen Schuh gefunden, der ist im Preis-Leistungs-Verhältnis, denke ich mal, sehr gut angesiedelt und wird diesen Kleid und diesen Komplett-Outfit sehr, sehr gut schmeicheln. Und was fehlt natürlich als nächstes, um das Ganze ein Eye-Catcher zu verpassen? Natürlich der Schmuck. Und ich persönlich finde, zu einem schwarzen Outfit passt Silberschmuck sehr, sehr gut, aber Silber wäre mir vielleicht ein bisschen zu wenig, denn wenn man das Ganze findet, beispielsweise jetzt hier in diesem Fall mit Perlen, wo die Perlen mit Silber verziert sind und das Ganze auch noch wie in diesem Set, diesen Schmuckset so schön fällt, dann ist das Ganze wunderschön. Auch mein Tipp, nicht nur vielleicht nur eine Kette oder nur Ohrringe, sondern traut euch wirklich da vielleicht ein Set zu nehmen. Denn wenn ihr einen Armreif habt, die Ohrringe und natürlich noch das Collier, dann gibt das Ganze einen Einklang. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und dazu die passende Handtasche in Silber hat und das miteinander dann wirklich so kombiniert ist, dass es wunderschön aussieht und natürlich die Handtasche auch noch qualitativ hochwertig ist, dass man dann auch die Freundinnen hört, oh, wo hast denn du die Handtasche her? Und dann sagst du, ja, sie ist von Esprit und die Qualität stimmt. Deswegen ist auch hier meine Empfehlung, die Handtasche, die silberne Handtasche zu den Schmuck. Und wenn ihr dann damit unterwegs seid, ist es auf jeden Fall zu Garantie, dass ihr angesprochen werdet von Männern oder natürlich, wenn ihr auf Party seid, auf jeden Fall jemanden zum Tanzen findet oder diejenige sogar seid, wo ihr auf der Tanzfläche umtanzt werdet von den hübschesten Männern im Club. Ich hoffe, dieses Outfit ja, gefällt euch. Ihr könnt mir auf jeden Fall ein Feedback unten in den Kommentaren hinterlassen. Schrägstrich, macht's mit die anderen. Wenn ihr gerade ein Kleid sucht oder ein Outfit, wo ihr nicht wisst,
wie ihr euch anziehen sollt zu der in der Veranstaltung, dann schreibt mir das so detailliert wie möglich in die Kommentare. Und wer weiß, vielleicht ist das Outfit, was ich morgen vorstelle, genau auf deine Frage aufgebaut und kann dir damit weiterhelfen. Und wer natürlich dann diese Videos nicht verpassen will, der kann hier oben einfach auf mein Logo klicken und abonniert meinen Kanal und verpasst somit kein Outfit, kein Kleid und natürlich die dazugehörigen Deals und Rabatte. Denn das bekommt ihr alles von mir und ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Daumen, auf eure Likes und eure Kommentare. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem wunderschönen Outfit.